Charlotte, 10 Jahre, behauptet, ich erkenne mehr Filmsongs nur anhand eines einsekündigen Ausschnitts als Nora Tschirner. Charlotte und Nora bekommen abwechselnd einsekündige Songausschnitte aus Filmen vorgespielt und müssen den korrekten Songtitel, Interpreten und Filmtitel benennen. Jeder bekommt 4 Aufgaben. Wer am Ende mehr Songs richtig genannt hat, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Charlotte, der erste Ausschnitt ist für dich. Mehr ist es nicht. This is Star is Born, Shallow, Lady Gaga und Bradley Cooper. Okay. Und wir hören rein und schauen. Jawohl! Aus dem Titel A Star is Born. Erster Punkt für Charlotte und erste Aufgabe für Nora. Ich habe den Mund viel zu voll genommen. Aber das weiß noch keiner, aber gleich wisst ihr es alle. Ah, vielen Dank. Es handelt sich hierbei, meine Damen und Herren, um den Song Wild and Free von Lena aus dem Soundtrack zum Film Fuck You Goethe 2. Achso, wir wissen nicht, ob es stimmt. Doch, die Spannung bleibt. Und aus welchem Jahr war der Film? Das fehlte noch. Ich glaube, es hackt. Es steht 1:1. Zweite Aufgabe für Charlotte. Das ist Circle of Life. König der Löwen, Circle of Life von Elton John. Okay, hier kommt der Ausschnitt. Jawohl. Aus dem Jahr 1994. Ein so wunderbarer Song. The Circle of Life. Elton John. Zweiter Punkt für Charlotte. Zweite Aufgabe für Nora. City of Stars, La La Land, Ryan Gosling und Emma Stone. Wir hören und schauen. Zweiter Punkt für Nora. Es steht 2:2. Nächste Aufgabe für Charlotte. Das ist Ariel, Under the Sea. Es singt Samuel Wright. Mal gucken, ob das auch Wright ist. Under the Sea. Under the Sea. Nobody beat us, fry us and eat us in fricassee. Jawohl, richtige Antwort, Charlotte. Dritter Punkt. Und dritte Aufgabe für Nora. Beauty and the Beast aus dem Film Die Schöne und das Biest von Ariana Grande und John Legend. Okay. Und hier die Auflösung. Ever just the same.
ein schönes Duett. Duette sind ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? Was ist ein bisschen aus der Mode? Duette, ja. Es gab viele so tolle Duette schon. Ne? Und 3:3, es bleibt spannend, Charlotte. Deine letzte Aufgabe, bisher fehlerfrei. Wenn du es nochmal hören willst, sag's Bescheid. Keine Hasen? War das eine Frage oder eine Antwort? Eine Antwort. Gut. Apologize. Und das ist von Timbaland, One Republic. Okay. Also, keine Ahnung. Schauen wir, ob das der vierte Punkt ist. Richtige Antwort. Einer der deutschen Filme, der wirklich Hits gemacht hat und One Republic auch richtig bekannt gemacht hat in Deutschland. Richtig bekannt und erfolgreich. In Deutschland, ja. Ja, absolut. Deswegen habe ich es gesagt. Nee, ich überlege gerade, weil One Republic für mich immer so Megastars sind. Aber stimmt, in Deutschland kannte man da noch nicht. Ja. So, letzte Aufgabe für Nora Tschirner. Wenn sie diese auch richtig beantwortet, geht's ins Stechen, Charlotte. Wie geht dieses Duell aus? Vierte Aufgabe für Nora. Let it go. Hier, Eiskönigin, aber auch Idina Menzel, Eiskönigin 1. Und das Lied heißt Let It Go. Auflösung. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. He'll never see me cry. Here I stand, and here I stay. Let's soar and die. Und damit steht es 4:4. So, Charlotte und Nora, jetzt kommen wir zum Stechen. Noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Es gibt einen Ausschnitt für euch beide. Wer ihn glaubt, erkannt zu haben, hebt den Arm. Ich sage dann, wer schneller war und erst dann antworten. Und der einsekündige Ausschnitt stoppt sofort, wenn ihr den Arm hebt. Seid ihr bereit? Mhm. Dann ist hier die Aufgabe zum Stechen. Oh, das. So schnell kann ich ja gar nicht den Arm heben. Okay, Charlotte. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist Titanic, My Heart Will Go On von Celine Dion. Und Charlotte, das ist... Wunderbare Celine Dion, My Heart Will Go On aus Titanic. Und damit gewinnt Charlotte das Filmmusikduell. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.